Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Anstoß TSG Hoffenheim. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Gelb hat er gesehen, keine gute Aktion, muss er jetzt runter. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Klasse Pass. Jetzt vielleicht. Blockt den Schuss erstmal ab. Eck in den Strafraum. Ball kommt nicht an. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sieht gefährlich aus. Ah, das könnte es sein. Er macht den Ball nicht rein. Und damit fehlt weiterhin ein Tor zum Ausgleich. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Reyes. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Super dazwischen gegangen. Das nächste Spiel von Hoffenheim, jetzt eingeblendet. Ja, es geht gegen Werder Bremen im nächsten Match in der Bundesliga. Das dürfte kein allzu großes Problem darstellen. Hoffenheim mit guten Pässen jetzt. Und der kommt jetzt nicht an, der Ball ist weg. Jetzt schießt er! Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. In Zukunft wird er also für Inter Mailand auflaufen. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das könnte die Chance werden. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Klasse Vorstoß. Da müssen Sie aufpassen. Kann er was draus machen? Was macht er draus? Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Und er schießt! So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Könnte jetzt was werden. Und direkt zurückgespielt. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Da könnte was entstehen. Guter Zweikampf. Der aktuelle Spielstand lautet hier also 1:1 und wir schauen mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der nächste Gegner des FC Schalke 04 heißt VfB Stuttgart. Heute war das keine leichte Partie. Gelb hat er gesehen, keine gute Aktion, muss er jetzt runter. Ja, könnte was werden. So, die Chance jetzt. Tor, die Führung. Und es müsste auch die Entscheidung sein. Was für ein wichtiges Tor. Schauen wir doch mal drauf.
das hier könnte das entscheidende Tor heute gewesen sein. Wolf, so kurz vor Schluss kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielen. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Das macht er super. Die Fans